Auftrag ist es, einen Weg für den Versorgungskonvoi zu sichern. Ja, und damit herzlich willkommen, Leute, zur zweiten Folge von Monster Hunter World Iceborne. Wir sind hier in einer schönen Eishöhle, irgendwo auf der Map. Ich kenne die Map selber noch nicht wirklich. Die ist aber relativ groß anscheinend. Den Teil haben wir schon alles entdeckt. Nein, das wollte ich nicht. Wie bewegt man das Zeug nochmal? Ja gut, okay. Ich habe zu kompliziert gedacht. Ja, wir sollen jetzt hier untersuche die Raureif weiter. Also das wird jetzt einfach mal eine Untersuchung werden. Warum kann ich nicht rennen? Ich will rennen, bitte. So ein Scheiß. Achso, Cutscene. Sieht nice aus. Was sind das? Ich klettere diese Ranken zum Boden hinunter. Also ich finde einfach von Monster und Level oder Map-Design ist Monster Hunter einfach eines der geilsten Spiele, die es überhaupt gibt. Also vor allem wegen dem Monster-Design. Die sehen einfach alle ultra nice aus. Erstaunlich, dass sie die erste war, die große Schlucht durchklettert hat. So, wir müssen die Raureifweite untersuchen. Was gibt's da hinten? Blaupilz. Gut, ich habe gar keinen Platz. Dann nicht. Ich weiß nicht, was uns dieses Mal erwartet. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, unbedingt reinziehen, damit ihr nichts verpasst von der Story. Übrigens, ich habe in der letzten Folge gesagt, ihr könnt mir Zeug in die Kommentare schreiben. Darauf konnte ich noch nicht eingehen, weil ich jetzt erstmal alles mögliche hintereinander aufnehmen werde, weil ich werde es jetzt erstmal ein bisschen suchten. Deswegen nicht wundern, falls eure Kommentarvorschläge erst in der über- oder überübernächsten Folge oder so drankommen. Oder angesprochen werden. So, irgendwas Neues. Irgendein neues Monster haben wir ja entdeckt. Oder Fußspuren davon, besser gesagt. So, hier gibt es heiße Quellen. Da sind noch diese Affen drin. So, erstmal, ich kann jetzt wieder auf Haustierjagd gehen. Das stimmt, ich habe jetzt noch nicht alles. Ich glaube, davor hatte ich auch noch nicht alles, aber... Nein. Oh Gott, Alter. Ja, ich habe so ein Ding gefangen. Komm her. Ja. So, erstmal. Sieht schrecklich verführerisch aus. Aber dann will ich da vermutlich Steuerung, wieder ja. Raus. So, kann ich jetzt wieder so machen? Nein. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Alter, bin ich dumm. Kann ich jetzt aber auch so? Nein. Gut, dann muss ich mich wohl dran gewöhnen, mit Steuerung zu schießen. Wo muss ich hin? Nach da hinten. Überall Eisstacheln am Boden. Aber ja, man kann sich auch Haustiere halten. Und zwar so kleine, zum Beispiel diese Affendinger da. Die kann ich jetzt fangen und jetzt kann ich die mir bei meinem Haus oder bei meiner Wohnung reintun. Oh. Eismistkäfer. Den brauche ich auch. Reifkäfer. Ich bin gespannt, wie mein Zimmer aussieht auch. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Oh, was ist hier? Das ist komplett blockiert. Was hat das? Banbaro. Okay.
Der sieht auch ziemlich nice aus, muss ich sagen. Gefällt mir mit seinen riesigen Hörnern. Ja. Ich jage einen Wanderer. Ja. Ich mache das Ganze auch auf Master Rank, weil ich will den ein bisschen leveln. Ich weiß aber nicht, ob die, ob die Monster hier, wenn ich eine Expedition auf Master Rank mache, noch stärker sind. Oder ob das einfach auch High Rank ist oder was weiß ich. Ich glaube aber, die sind stärker. So, lass mich jetzt hier bitte. Ah! Da ist ja schon jemand. Das meine ich mit der Slide Attack. Da kann man so viel Schaden austeilen. Vor allem jetzt ist es gerade praktisch für mich, wenn die gerade gegen sich gegenseitig kämpfen. So. Komm her, Bambaro. Diesmal habe ich wenigstens ein bisschen mehr Ausdauer. Das ist schön. Also jetzt habe ich wieder normale Ausdauer. Ich weiß nicht, warum ich in der ersten Mission so wenig hatte. Oh, fuck. So, Klammerklaue darf ich nicht vergessen, dass es sowas ja gibt. Fuck. Aber jetzt habe ich auch wieder Frostpässe. Jedes Monster kann wahrscheinlich hier die Scheiße machen. Das ist so das. Das stört mich vor allem mit den Doppelklingen. Das ist halt ultra scheiße. Nein. Bewegen. Ja, hier bitte. In his face. Jetzt macht es mehr Schaden. Oder jetzt kann ich da mehr Schaden austeilen. Schleuderdorn. Haben die noch einen Revierkampf? Nee. Die sind einfach beide da. Gott, wo konnte ich hier jetzt leiden? Why the fuck hat der mich so stark erwischt? Oh fuck. Ja, also die sind schon Master Rank würdig, schätze ich mal. Angepasst hier. Von der Schwierigkeit her. Boah, ich muss mir einen Nullbären mitnehmen. Oh, sind seine Hörner rot geworden? Oder sieht das nur so aus von hier unten? Komm her. Noch mehr in your face. Nein, lass mich in Ruhe. Ah Gott. Zieh dir deinen Mantel an. Los! Ja gut, der hat mich einfach bis hier getragen. Der hört jetzt wahrscheinlich wieder nur klicken, also es tut mir echt leid hier. Das wird man aber wahrscheinlich das ganze Projekt überhören. Ich habe zwar inzwischen eine neue Maus, aber die ist halt auch nicht leise, aber es gibt halt kaum gute, leise Gaming-Mäuse. Das ist halt scheiße. Die nehme ich mit. So, jetzt komm her, du Sackratte. Auf mich zu verfolgen, du. Ich will dich nicht. Warum leckt das so, wenn ich nach da hinten gucke? Ich mach die Klammerklaue. Nein, ich will an sein Gesicht, bitte. Okay, ich bin noch ausgewichen, das ist gut. Aber der hat jetzt einen Baum. Oh, das habe ich gar nicht bemerkt. Oh, seine Nase steht raus. Das kann der auch? Das ist egal. Ich weiß zwar nicht, was ihm das bringt, aber es zeigt wahrscheinlich, dass er jetzt Rage Mode ist. Humpelt er schon? Nee. Komm, lass mich klettern. In dein Gesicht. Ja, nein! Oh, was ist das? Ein Wolf. So, also erstens hier ist mit Material. Ich habe mir auch gar nicht die Rüstung angeguckt und sowas. Meine Katze ist ausgenockt. Von dem Beatodos oder wie er hieß. Also ich weiß auch nicht, ob euch das so interessiert, wie die Rüstungen aussehen, ob ich die nochmal zeigen soll, nachdem ich das Monster bekämpft habe. Oder ob ihr sagt, nee, ist eher egal. Aber wie gesagt, ich konnte eure Kommentare noch nicht lesen. Und die hier dann auch noch nicht, weil, ja, ich mache jetzt erstmal Vorproduktion. So, warte mal, bevor ich reingehe. Erstmal hier und da. Yo, bleib hier. In your face. Ich fällt einfach immer seinen Kopf jetzt.
wir auch immer zusammen. Ich will nicht gegen euch beide kämpfen, nur gegen einen. Ich frage mich, ob diese Klammerklaue wirklich ein Limit hat, weil ist das nicht eigentlich dann relativ... Nein, ich will mich da nicht drauf. Relativ... Oh fuck. Komm her, sei nützlich, Katsuki. Komm. Gib mir. Ja, diesmal bin ich am richtigen. Nein, jetzt hat er gebrüllt. Hat der auch nochmal gebrüllt, Alter. Nein. Oh, die, da liegt noch irgendwo Material rum. Die sind auch immer zusammen. Da liegt Material. Warum müssen die immer zusammen irgendwo hingehen? Jetzt sind die zusammen hier. Das haben beide schon gebrüllt. Nein, danke. Das mag ich. Sollte doch vielleicht auch mal sein Bein schwächen. Komm jetzt. On your face, bitte. 15 Schaden hat es gemacht. Ja. Falsche Richtung. Dreh dich in seine Richtung. Habe ich sein Horn gebrochen? Nee. Oder? Ich weiß gar nicht, ob man gleich kann. Alter, macht da viel Schaden. Könnte sogar sein, dass ich sein Horn gebrochen habe. No, lass mich in Ruhe. Ja, noch sein Bein gebrochen. Selbst auf seine Hörner oder sein Kopf. Da mache ich gut Schaden dran. Ich weiß nicht, ob sich der Effekt stacken kann mit dem Schwächen durch die Klammerklaue. Wenn ja, dann wäre das okay. Aber ansonsten, ja. Oh, lass mich in Ruhe. Ah, lass mich noch mehr in Ruhe. Nein, Alter. Ich bin tot. Ja, wollte ich gerade sagen. Das war ein Scheiß. Zweite Folge und ich sterb direkt. Das ist der Banbaro. Warum kann ich den nicht anmarkieren? Ich fress mal was, dann habe ich mehr Ausdauer und sowas. Gut, die Kochanimation habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Auch wenn die neu ist, die will ich dann irgendwann mal gern sehen, aber egal, jetzt nicht. Jetzt ist der irgendwo da hinten. Vor allem liegt da auch noch das Material rum. Und das will ich eigentlich schon haben. Aber ich weiß nicht, vielleicht sind seine Waffen ja gut. Wahrscheinlich eher nicht, weil da noch ein Monster ist, was am Anfang kommt und die Waffen von denen sind meistens nicht so die allerkrassesten. So, da ist er. Ein Lebenskraftmonkey. Also den habe ich noch. Zweimal sogar. So, jetzt bleib weg. Kann ich wegklettern bitte? In your face. Aber ich kann sogar so einen Schuss machen. Zurückschreckenschuss. So ein Schuss, habe ich gerade Schuss gesagt. Also wie geht das? Steuerung. Ah, das Ding ist es. Wenn man das in der richtigen Ausrichtung macht, dann kann man das Monster dazu bringen, gegen die Wand zu rennen. Oh fuck, nee. Lass mich in Ruhe. Fuck. Alter, das war knapp. Aber noch mehr Schwächen, würde ich sagen. Mist, hat nicht so gut geklappt. Der hat noch mehr Steine. Mann, Klammerklaue. Ich habe keinen Schuss mehr. Jetzt hätte ich mir jetzt gegen die Wand gelegt. Nein, hier bin ich an seinem Bauch. Ich will auf seinen Kopf.
YOLOs, ich kann reden, ja. Nein, da ist ein Stein, geh weg! Oh, er haut ab. Hey, Junge, Todes ist da. Nimm mich mit! Oh, fuck, ich bin abgefallen. Komm. Oh Mann. Ach, ich hab Eispest. Nicht so geil. So, Schleifspur. Und dann jetzt noch so eine Scheißbeere fressen, wovon ich auch nur noch zwei habe. Ist nicht so geil. Und Steine mitnehmen, weil dann kann ich ihn wieder ins Gesicht schießen und vielleicht schaffe ich es, dass er gegen eine Wand rennt. So, Spuren werde ich jetzt auch erstmal noch sammeln, weil ich will die entdecken. Und ich muss so ein Heißgetränk-Ding trinken. Nice, weil da hat er noch nicht so richtig Schaden bekommen gehabt. So, ich will aber mal das mit dem ins Gesicht schießen ausprobieren. Er hatte auch keine Ausdauer mehr. Nein! Das hätte ich nicht klappen können. Da bin ich nochmal gut ausgewichen durch den Weg. Alter. Dass die Steine auch hier so stehen bleiben, ist ganz cool eigentlich. Ich glaube, ich kann sogar inzwischen einfach scrollen, um das Zeug zu benutzen. Da unten. Oh, er ist Ausdauer. Nicht mehr so. Okay, das ist glaube ich nicht so. Ja, hier ist nämlich keine Wand. Hast du das gesehen? Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich bin irgendwo unter ihm. Komm, lass mich auf deinen Kopf. Das wollte ich nicht, egal. Dann kriege ich an deinem Bein auch noch extra Schaden. Nee, ich mache extra Schaden. Ich krieg nicht extra Schaden, das wäre dumm. Bleib hier! Du humpelst mir nicht weg, Alter. In your face. Und gleich hinterher. Als ob man das halt die ganze Zeit machen kann. Was ist das? Ich dachte, das hat ein Limit oder ein Cooldown oder sowas. Aber nee, du kannst einfach... Ich kann es die ganze Zeit jetzt machen, während er versucht abzuhauen. Aber er kann es nicht. Ist ja OP. Achso, ja gut, solange ich Ausdauer habe halt. Aber trotzdem. Ist ja schon heftig irgendwie. Jetzt kann ich zum Beispiel wieder. Der ist eh so groß und langsam, dass ich mich schön immer an ihn dranhängen kann. Ja. Ich glaube, er wollte eigentlich schlafen gehen, aber er liegt sogar Kot am Boden. Macht er jetzt zufällig oder was? Hier gibt es keine Steine, oder? Ich will Steine haben. Bitte gib mir Steine. Mann, es ist dumm. Jetzt hat er natürlich gebrüllt. Ich wollte gerade gebellt sagen. Nein. Komm zurück. Da waren Steine. Egal. Alter, Klammerklaue. Aber es muss doch im Multiplayer einen Cooldown geben oder so, weil sonst könnte ja einfach jeder die ganze Zeit Klammerklauen-Angriffe machen. Ich meine, klar, die machen wahrscheinlich jetzt nicht den allermeisten Schaden. Aber mit Doppelklingen. Also übrigens, sorry, dass ich auch ab und zu mal huste, weil ich bin leider immer noch krank.
Hört sich dann nicht so geil an. Gib her deinen Schwanz. Nein, ich wollte nicht nach hinten. Hier habe ich jetzt Schaden bekommen. Komm her, in your face. Ja. Nein. Keine gute Idee, Kopf an Kopf gegen den zu rennen. Aber so, das ist eine gute Idee. So, sein Kopf ist ab oder wieder gebrochen. Ich muss die Slide Attack andersrum machen. Dass ich von seinem Schwanz aufspringen und dann. Das ist dumm. Warte, jetzt habe ich mir einfach nur Steine ins Gesicht geschossen. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber warte, kann ich das mit denen machen? Kann ich die dem ins Gesicht schießen einfach? Okay. Wenn er Angriffe macht, dann geht es nicht. Ich habe ihn mit einer Klammerklaue getötet. Alter, schon auch wieder in der zweiten Folge. So einen richtig unepischen Tod. Noch nicht mal irgendein cooler Combo-Move oder so. Was will der jetzt? Hat der mich gerade angespuckt? Der Lelek, Alter. Oh, da ist er ja. Alter. Ja, Klammerklauen tot. Auf jeden Fall sehr episch und auf jeden Fall eines dieses größtes Monster würdig. Ich reden nicht. Tschüss. Ja, war doch auch wieder ganz nice. Oh, mein Palico hat aber echt viel gesammelt schon wieder. Pfefferschote, 2 Stück. Ich bin stolz auf dich. Palikos sind immer so ultra hilfreich. So, die finden immer so eine Sache in einem... in einer Quest, so ungefähr. Okay, leg das dort ab. Was ist damit? Ah, darüber. Okay. Jawohl. Geht gut voran. Hey, hab gehört, ihr habt einiges durchgemacht. Wie ist es gelaufen? Hervorragend wie immer. Jetzt können wir mit unserer Untersuchung beginnen. Ja. Kaum zu glauben, dass dieser eiskalte Ort die ganze Zeit auf uns gewartet hat. Wer weiß, welche Geheimnisse dieses Land für uns auf Lager hat. Ob wir es wollen oder nicht, wir finden es raus. Nun dann, ich kehre nach Astera zurück. Ernsthaft? Jemand muss über Astera wachen. Ich dachte mir also, diesmal übernimmst du die Führung. Ich? Komm schon. Das ist nichts für mich. Solange du hier bist, ist alles in Ordnung, oder? Außerdem wird niemand zum Kommandanten, weil es ihm jemand befiehlt. Vielleicht. Aber dieser Ort braucht einen starken Anführer. Die brauchen dich hier, damit du sie führst. Jawohl. Dich brauchen wir auch. Also gut, lasst uns loslegen. Wir haben hier in Seliana eine volle Hütte. Und bevor wir also vorschnell handeln, sollten wir vielleicht von unseren neuesten Mitgliedern hören. Zuerst das Versorgungslager. Unser neuer Amtsverweser hier wird sich um diese Aufgabe in Seliana kümmern. Was du auch brauchst. Ich hab's. Und wer was verschmelzen möchte, dem hilft Omi hier aus. Schau jederzeit vorbei, um zu sehen, was brodelt. Hatta. Des Kapitäns bester Seemann hier wird die Lieferung der Agosi verwalten und sich um die Ernte für die botanische Forschungszentrale kümmern. Komm jederzeit bei mir vorbei. Und zu guter Letzt unsere Köchin. Wir haben die Beste der Besten für unsere Kantine in Seliana gewinnen können.
Wie einige von euch wissen, sie ist die Ausbilderin unseres Kochs in Astera und hat ihren Ruhestand unterbrochen, um uns zu helfen. Ich übernehme die Leitung der Ressourcenzentrale, wie immer. Auf mich kann man weiterhin für Jagdausrüstung zählen. Und schau nicht so überrascht. Du weißt, dass ich für die hehre Suche nach Wissen überall hingehen würde. Und mich gibt es auch noch. Meine Aufgabe ist die Sicherheit von allen. Ihr könnt euch entspannen, wenn ich aufpasse. Da wir jetzt alle Freundlichkeiten ausgetauscht haben, kümmern wir uns um unsere Aufgabe. Wir müssen herausfinden, warum die Legianer hierher gezogen sind. Und um das zu tun, müssen wir diese Legianer finden. Als erstes möchte ich das Feldteam zu einer Expedition in ein Gebiet schicken, das wir jetzt Raureifweite nennen. Vielleicht findet ihr etwas über die Legianer-Wanderung heraus, indem ihr Spuren folgt, die sie möglicherweise hinterlassen haben. Vergesst nicht, dass es sich dabei um unentdecktes Neuland handelt. Seid da draußen bloß nicht übermütig. Verstanden. Wir brechen umgehend zur Expedition auf. Ich überlege noch, aber da draußen gibt es ziemlich viel, das ich mit eigenen Augen sehen muss. Alles klar. Denkt nur daran, mir regelmäßig Statusmeldungen zu schicken. Dann sind wir hier wohl fertig. Nun, lasst uns loslegen, würde ich sagen. Brechen wir in die Raureifweite auf und finden wir die Spuren dieser Legianer. Neues Zeug, Ernte und so, weiß ich gar nicht, wo das jetzt ist. Aber, ja. Ich würde aber auch sagen, das war's mit der zweiten Folge. Ich glaube, die war jetzt nicht ganz so lang wie die erste. Aber, ja, mal sehen, wie lang die Folgen werden. Ich schätze mal meistens so zwischen einer halben und einer Stunde. Aber ja, ich hoffe, wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann lasst doch bitte mal einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, teilt es wie mit euren Freunden. Und ansonsten, wie immer, Wünsche oder so in die Kommentare. Aber, wie auch schon gesagt, die werde ich wahrscheinlich erst im nächsten, übernächsten oder übernächsten Video lesen, weil ich jetzt erstmal hier am Stück aufnehmen werde. Aber, ja, hier gibt es einen Haufen neue Leute. Und nächste Folge begeben wir uns dann in die Raureifweite, um mehr über die Legianer-Wanderung herauszufinden. Und dann würde ich sagen... Warte, das muss ich schon mit einem coolen Dance hier. Was ist das? What? Das kenne ich gar nicht. Okay, damit werde ich die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habe ich ja eh schon alles gesagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Tschüss!